Haslach ist eine Kleinstadt mit mittelalterlichem Stadtkern im Schwarzwälder Kinzigtal, in der heute gut 7000 Einwohner leben. Die Altstadt in Haslach mit vielen schönen barocken Fachwerkbauten wurde bereits im Jahr 1978 als Gesamtanlage unter Denkmalschutz gestellt. Rund um den Marktplatz mit der Kirche St. Arbogast und dem Sebastiansbrunnen ist heute eine kleinstädtische Einkaufsmeile mit zahlreichen Gastronomiebetrieben zu finden. Ins Auge fällt das 1733 erbaute Rathaus mit Laubengang, das seit 1953 mit heimatbezogenen Malereien wie Schwarzwaldtrachten verziert ist. Die 1240 erstmals urkundlich erwähnte katholische Pfarrkirche St. Arbogast mit einem alten gotischen Turm gehört neben der Klosterkirche und der Loretto-Kapelle zu den sakralen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das 1630 erbaute Kapuzinerkloster ist eine der wenigen vollkommen erhaltenen barocken Anlagen im süddeutschen Raum. Das vielbeachtete, 1980 eröffnete Schwarzwälder Trachtenmuseum im Konventgebäude ist hier beheimatet. Über 100 Trachten des 18. und 19. Jahrhunderts aus den verschiedenen Schwarzwaldregionen können hier in zahlreichen Großvitrinen bewundert werden. Dem 1837 in Haslach geborenen bekannten Heimatschriftsteller, Pfarrer und Politiker Heinrich Hans Jakob ist in seinem Alterssitz, dem Freihof, ein Museum gewidmet. Rund um Haslach sind zahlreiche Wanderungen wie die beiden hervorragenden Panoramawege Nord und Süd ausgeschildert. Absolut empfehlenswert ist die Wanderung zum 40 Meter hohen Aussichtsturm Uhrenkopf, der über einen Stationenweg zur Rudolfskapelle in 1,5 Stunden erreichbar ist. Von der Aussichtsplattform hat man einen überwältigenden Blick über Haslach und den ganzen mittleren Schwarzwald.